Hallo, ich bin Anna und möchte dir Tipps geben, wie du nie mehr zu spät zu einem Treffen mit deinen Freunden kommen wirst. In diesem Lernzyklus von Mathe macht Freude, Freunde, wirst du lernen, wie du Uhrzeiten von verschiedenen Uhren ablesen, Zeiteinheiten umrechnen und zuletzt Zeitpunkte und Zeitdauern berechnen kannst. In diesem Lernvideo geht es jetzt speziell darum, welche unterschiedliche Uhrenarten es gibt, wie man die Uhrzeit anhand von einer digitalen und analogen Uhr ablesen kann. Man kann die Uhrzeit durch ganz viele verschiedene Uhren auf unterschiedliche Arten bestimmen. Ich möchte dir hier die häufigsten Uhrenarten zeigen. Versuch doch mal selbst, die dargestellten Uhren mit den richtigen Uhrennamen zuzuordnen. Falls du etwas mehr Zeit zum Nachdenken brauchst, kannst du jederzeit auf Pause drücken. Ich möchte dir hier meine Lösung präsentieren. Die Sonnenuhr ist meist auf Hauswänden zu sehen. Die Sanduhr ist oft bei Brettspielen dabei, um eine gewisse Zeitdauer zu messen. Die digitale Uhr findet ihr auf all euren Handys oder zum Beispiel beim Bahnhof. Und zuletzt möchte ich euch die analoge Uhr vorstellen. Ich bin mir sicher, fast jeder hat solch eine Uhr zu Hause an der Wand hängen. Ich würde dir gerne später noch ganz genau zeigen, wie man diese Uhr richtig ablesen kann. Benenne die abgebildete Uhr. Du hast sie soeben kennengelernt. Genau, es ist die digitale Uhr. Die vordere Zahl zeigt dir die aktuelle Stunde. Die hintere Zahl die Minuten an. Momentan ist es auf der abgebildeten Uhr 10 Uhr 45 oder 45 Minuten nach 10. Ähnlich wie bei einer analogen Uhr kannst du dir bei der digitalen Uhr die Sekunden anzeigen lassen. Benenne ebenso diese abgebildete Uhr. Wenn du dir jetzt denkst, es ist eine analoge Uhr, dann liegst du vollkommen richtig. Ich möchte dir jetzt zeigen, wie so eine Uhr aufgebaut ist und wie man sie ablesen kann. Wenn wir so eine Uhr gestalten wollen, brauchen wir zuerst einen Hintergrund für unsere Uhr, das sogenannte Ziffernblatt, das du bereits siehst. Auf diesem Ziffernblatt sind in Gelb die einzelnen Minuten eingezeichnet und in Violett die volle Stunde markiert. Die analoge Uhr hat unterschiedliche Zeiger. Wir fangen mit dem kürzesten Zeiger an. Dieser ist der Stundenzeiger und zeigt uns die jeweilige Stunde an. Für unser Beispiel ist es aktuell kurz nach 9. Nun haben wir zwei lange Zeiger, wobei uns jetzt nur der dicke grüne Zeiger interessiert. Dieser Zeiger zeigt uns die Minuten an. Wie spät ist es jetzt aber? Verfolgen wir den Zeiger von der aktuellen Position aus, zählen wir die kleinen gelben Striche am Ziffernblatt. Bei unserem Beispiel zeigt uns 25 Minuten an. Es ist also 9 Uhr 25. Du fragst dich jetzt sicher, was der kleine blaue, meist ziemlich schnelle, dünne Zeiger hier sucht. Dieser zeigt uns die verstrichenen Sekunden an. Du kannst mal versuchen, mit ihm mitzuzählen. Das ist gar nicht mal so einfach, den gleichmäßigen Takt zu finden.
Nun ein Beispiel, bei welchem wir gemeinsam die Uhrzeit ablesen können. Hier ist der rote Stundenzeiger kurz nach 8 eingezeichnet. Dies könnte bedeuten, dass es 8 Uhr in der Früh ist. Es könnte aber ebenso bedeuten, dass es 20 Uhr am Abend ist. Du fragst dich jetzt, woher ich die Zahl 20 habe. Wenn du die violetten Stundenstriche zählst, fangst du bei 0 zum Zählen an und musst bei 12 natürlich mit 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 Uhr weiterzählen. Somit haben wir 20 Uhr am Abend. Wenn wir den grünen Minutenzeiger betrachten, steht dieser auf der Ziffer 1. Wenn wir die einzelnen gelben Teilstriche abzählen, haben wir insgesamt 5 Striche. Daher vergehen 5 Minuten. Die angezeigte Uhrzeit lautet 8.05 Uhr oder 20.05 Uhr am Abend. Jetzt bist du dran. Versuch die angezeigte Uhrzeit zu bestimmen. Drücke auf Pause, falls du noch länger zum Nachdenken brauchst. Hier die Auflösung. Es ist 4.10 Uhr in der Früh oder 16.10 Uhr am Nachmittag. Ich möchte dir noch kurz erklären, wie wir darauf kommen. Betrachten wir den grünen Minutenzeiger, so passiert er 10 kleine Teilstriche auf unserem Ziffernblatt. Also 10 Minuten. Beobachten wir nun den roten Stundenzeiger, so umkreist er unser Ziffernblatt einmal vollkommen, wobei wir wieder bei 12 mit 13, 14, 15, 16 mitzählen müssen. Somit ist es 16.10 Uhr. Jetzt weißt du, wie man unterschiedliche Uhren, insbesondere die analoge Uhr, ablesen kann. Wenn du neugierig geworden bist, was man noch alles im Zusammenhang mit den Zeiten herausfinden kann, wie du zum Beispiel ausrechnen kannst, wie viele Sekunden ein Film dauert, oder wenn du ausrechnen möchtest, wann du zu Hause sein musst, dann klick einfach weiter zum nächsten Video. Danke fürs Zuschauen, bis bald!